Das mache ich nicht. Ich spiel mal meine scheiß Nase. Bin zu blöd, um zu checken, was ich jetzt machen soll. Das könnte Spaß machen. Warum soll... Sie sind immer sofort wieder weg. Ja, sie sind immer sofort wieder weg, wenn ich da hinkomme. Alles, das weiß ich jetzt. Aber wofür hängt jetzt der verfickte Teppich da? Der Teppich passt da gut hin. Aber warum den passt der da gut nehme hin? Ich nicht wieder mit. Das mache ich nicht. Oh, er regt mich so auf. Das wird nicht klappen. Hey, Laura. Nein, sie hat auch nichts. Entschuldigung, wir... Was? Wir könnten dich zu dem anderen Schrof bringen. Warum? Ja, Robert, warum? Naja, dann könntet ihr euch kennenlernen. Nicht nötig. Ich bin gerne unabhängig und genieße mein Single-Leben. Du hast also noch keinen gefunden? Ach, ich sehe auch keinen Ring an deinem Finger. Du bist auch nicht gerade das heißeste Brötchen im Korb. Wie auch immer, mein Ehemann sollte reich sein und und blind und... Meine Da... Das kennen wir alle schon. Ich gehe hier nochmal rein. Der Teppich hängt ja da. Mit bloßen Händen werde ich... Alter, was ist das für eine Scheiße? Ein Seil mit so einem bekloppten Stick dran. Naja, dann könnt... Das war doch jetzt geraten. Ja, die ganze Zeit ist alles geraten. Das könnte Spaß machen. Ich glaube nicht. Nein, jetzt... Alter, krass. Warum sollte ich... Das könnte Spaß... Für 1A Weichkekse benötigt man eine Handvoll Kristallzucker, einen halben Liter Nektarinensaft, ein Kilo Mehl und eine Portion Schokosplitter. Nektarinstrauß. Nein, ich habe keinen Durst. Ein Nektarinenstrauß. Dass der Saft reif ist, erkennt man an der spiegelglatten Oberfläche. Dass der Saft reif ist, erkennt man an der spiegelglatten Oberfläche. Das wird nicht klappen. Haben Sie irgendwelche Fragen? Ja, was machst du hier? Ich verwalte den Empfang. Oh, bitte. Laura. Oh, bitte. Aber der Typ ist doch vollkommen wahnsinnig. Ich bin nicht wahnsinnig, wenn es genehm ist. Sollten Sie irgendwelche Beschwerden haben, kann ich Sie gerne an meinen Chef weiterleiten. Fein. Dann will ich mit deinem Chef sprechen. Laura, mach hier bitte keine Szene. Sie haben eine Beschwerde über meinen Kollegen? Was hat der alte Sesselhupfer denn wieder angestellt? Wow. Okay. Ihr, seid hier also sowas wie der Chef? Bitte? Ich hab nicht 25 Jahre am Empfang gestanden, um jetzt sowas wie der Chef zu sein. Tut mir leid. Aber nicht doch. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Wozu braucht man hier einen Empfangschef? Naja, ich bin sozusagen ein Relikt aus alten Zeiten. Steve kam erst nach dem Angriff dazu, als die Herrschaften schon weg waren. Was denn für Herrschaften?
Immer wenn ich daran denke, fällt mir das Lied wieder ein. Es fing so an. Oh nein, nicht schon wieder! Reg dich ab, Steve. Den Rest habe ich sowieso vergessen. Ich hasse diesen Song! Okay. Ihr wart also schon vor Steve da? Ja, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Mein Vater war schon Empfangschef. Und sein Vater vor ihm. Und dessen Vater? Der auch. Und dessen Vater? Ja, der war auch Empfangschef. Und dessen Vater? Wie lange wollt ihr damit noch weitermachen? Wollte ich dir auch kurz fragen. Mir macht das nichts aus. Ich rede gerne von meiner Familie. Okay. Wie lange kennt ihr euch denn schon? Mal überlegen. Das sind jetzt 14 Jahre. Das wollte ich erzählen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Eines Morgens bin ich aufgewacht und war hier. Okay. Tolle Kekse. Sie backen gerne? Danke. Es ist ein Hobby. Wissen Sie, beim Backen kommt es darauf an... Oh, bitte nicht. Dass man die richtige Dosierung herausbekommt. Erst letztens, zum Beispiel, habe ich... Können wir nicht? Mit diesem Hochleistungsbackofen diese Original-Weichkekse gezaubert, die Sie gerade gegessen haben. Haben toll geschmeckt. Wie lieb von Ihnen, das zu sagen. Oh Gott. Seid ihr fertig? Gut, zurück zum Thema. Wir müssen... Wie habt ihr die Kekse nur so fluffig und weich hinbekommen? Oh. Das Geheimnis sind die Zutaten. Je weicher die Zutaten, desto weicher das Gebäck. Okay, es reicht. Die Welt geht unter. Eure Kekse können warten. Aber nicht zu lange. Ja, sonst brennen sie nämlich an. Nochmal wegen der Kekse. Robert, lass es. Aber... Nein, ich meine es ernst. Du kannst Kekse haben, wenn wir die Welt gerettet haben. Na fein. Na fein. Wegen den Gästeausweisen. Was genau kann man denn damit machen? Nun, was genau würdet ihr denn gerne damit machen? Wir können uns damit in der Ruine umsehen? Nein, tut mir leid. Damit kann man nur in den Innenhof. Aber warum hast du dann gefragt, was... Der Gästeausweis berechtigt den Besucher, nur den Innenhof zu besuchen. Steht leider so in den Vorschriften. Und wer hat sich diese beknackten Vorschriften ausgedacht? Der Chef hier. Wie kommen wir denn in die Windkapelle? Nur mit den goldenen Ausweisen. Da, der Schlüssel. Okay. Und wo bekommen wir die? Die bekommt man nicht. Die hat man einfach. Ach so. Und wer, hat so einen goldenen Ausweis? Die Familie. Welche Familie? Die Familie, die hier mal gelebt hat. Also die Versteinerten. Nein, die Familie lebt noch. Sie werden jeden Moment zurückkommen. Okay, ganz ruhig. Keine hastigen Bewegungen. Innenhof, die Blumen. Können Sie uns den Innenhof mal zeigen? Haben Sie denn einen Gästeausweis? Was? Du hast uns diese blöden Ausweise doch eben selbst... Ja, haben wir. Dann gerne. Möchten Sie, dass ich mitkomme? Ja. Bitte folgen Sie mir. Jetzt hat er den Schlüssel mitgenommen. Was war das hier früher? Was heißt hier früher? Das ist immer noch der Innenhof zur Windkapelle. Schön hier. Ja, aber schwer zu beheizen. Ohne Dach. Seid ihr oft hier drinnen? Nein, wenn ich hier bin, werde ich immer traurig. Warum? Ich weiß es nicht. Seit wann ist die Tür denn verschlossen? Das war kurz bevor ich hier angefangen habe. Und ihr habt die Tür noch nie geöffnet? Nein, es kam ja noch nie jemand mit dem goldenen Ausweis. War hier überhaupt schon mal jemand? Ja, aber das war vor meiner Zeit.
Pete hat erzählt, dass hier früher mal richtig viel los war, als die Familie hier noch gelebt hat. Ich glaube sogar jetzt, was wir machen könnten, diese Viecher machen doch dieses goldene Saftzeug da immer. Wir können das Ticket vielleicht irgendwie festhaften an dem Teppich oder so oder hinlegen, dass die Viecher das dann mit diesem goldenen Farbe bestäuben. Sieht stabil aus. Ja, nicht wahr? Diese Tür wurde von Sedua, dem Stabilen, erbaut. Genauso wie dieses Fenster da hinten. Da ist doch gar kein Fenster. Da war aber mal eins, bis es zusammengestürzt ist. Wo ist Pete? Na, ich gehe davon aus, dass er während meiner Abwesenheit den Empfang verwaltet. Stimmt. Könnten ja jeden Moment neue Besucher kommen. Könnt ihr Pete nicht herholen? Aber wozu denn? Wir unterhalten uns gerade so nett. Und seine Anwesenheit bedeutet nur, dass es laut wird. So, dann gehen wir mal wieder zum Empfang. Der Fettsack bleibt ja hier stehen. Ah, ihr wollt zurück? Ja. Folgen Sie mir. Das ist schwer. Die perfekte Kombination aus Küchenutensil und Waffe. Mal gucken, ob das geht. Von hier aus kann ich nichts ausrichten. Stell dich daneben, du Penner. Von hier aus... So, jetzt muss ich mal was gucken. Nein. Das wird... So, wir gehen jetzt nochmal raus. Ich will jetzt mal mit den Tickets was versuchen. Weil die passen sich ja dem Gold an und da ist ja das Gold, so. Sie sind immer sofort wieder weg. Ja, halt die Backen. Das war doch jetzt geraten, oder? Irgendwas muss man doch jetzt mit dem... Warum sollte ich... Alter, das Spiel will mich verarschen. Weiter kann ich den nicht reinhauen. Damit kann man nichts machen. Eindeutig ein Nudelholz. Ich habe früher in Conroys Küche gearbeitet und ich erkenne ein Nudelholz, wenn ich eins sehe. Wir müssen die Gold kriegen. Geht nicht. Dann sind sie nass und verklebt. Das hilft nicht weiter. Ah, da mache ich so hier. Die armen Nektarinen haben gar nichts getan, um das zu verdienen. Das mache ich nicht. Oh, ich hasse ihn jetzt schon. Weil er nicht das machen will, was ich will. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Warum sollte ich... sie sind abgehauen. Scheinen Angst vor mir zu haben. Okay, ich hab's geschnallt, alles klar. Dieses Ding da sieht aus wie die Viecher. Wir müssen jetzt irgendwas machen. Wir müssen das Ding, die Bastelei, da oben, glaube ich, befestigen. Ob ich da wohl irgendwie hochkomme? Das Problem ist, dafür müssen wir aber die scheiß Mauer rauskriegen. Weiter kann ich den nicht reinhauen. Oder? Okay. Von hier aus kann ich... Kann ich nichts machen, ich weiß. Ah, nee. Genau hier hin. Und jetzt hauen wir die Scheiße da rein. Na, Gottes Willen, ey. So, dann hauen wir das Ding auch wieder rein. Jetzt können wir rausgehen. Dann müssen wir oben dieses komische Seil anbringen. 100 Pro das Seil anbringen. So. Das war doch jetzt geraten, oder? Ach komm, leck mich. Ich traue mich nicht so weit zu springen.
Hier geht es mindestens einen Meter in den Abgrund. Das mache ich nicht. Naja, dann könnte ich... Obwohl, nein. Oder es muss so... Hau rein den Dreck. Da runter. Hau rein den Scheiß. Und hau rein den Scheiß. Weil da müssen wir nach drinne und das von drinne machen. Und dann irgendwie rumwerfen oder so. Kein Plan. Also ich denke mir mal, dass es so gehen könnte. Und genau, wir müssen das verbinden. Ja. Genau, und dann können wir das nämlich hier, glaube ich, rüberwerfen. Und dann müssen wir nur die Tiere darüber schicken und der goldene Staub macht die dann, die Karten denn golden. So, wo ist der? Halt die Backen. Mach das einfach, wie ich das will. Naja, dann könnte ich... Obwohl, nein. Okay, so geht's auf jeden Fall. Genau, und jetzt könnte ich eigentlich... Das könnte Spaß machen. Aber nein, genau. Okay, jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt müssen wir wieder runter. Jetzt habe ich es geschnallt. Jetzt müssen wir nämlich hier hin. Hopp. Hopp. Und hüpf. Jetzt müssen wir die Viecher rüberlocken. So, jetzt ist es nämlich der goldene Staub, den sie machen. Da müssen wir mit dem Seil jetzt von da oben diese Fliegen runterlassen. Also diese komische Fliege, die wir gebaut haben. Hüpf. Und hüpf. Und hüpf. Und jetzt müssen wir das Band darüber machen. Yep. Und schon haben wir goldene Tickets, Bitch. Die Ausweise haben sich golden gefärbt. Goldene Ausweise. Mach's gut, Frankenmotte. Du warst mir immer ein guter Freund. Oh, sweet. Und wir haben es geschafft. Oh, komm runter hier, du. Haben ein Anisbrot, du. So, hier goldene Ausweise. Wir würden nun gerne die Windkapelle besuchen. Haben Sie denn einen... goldenen Ausweis. Oh, ja. Bitte folgen Sie mir. Bitte folgen Sie mir. Schau dir all die versteinerten Asposa an. Ist das nicht traurig? Wenn Sie versteinerte Asposa sagen, meinen Sie wahrscheinlich die lebensecht wirkenden Nachbildungen. Wenn du lebensechte Nachbildung sagst, meinst du wahrscheinlich versteinerte Asposa. Laura, wenn Steve mit der Realität nichts zu tun haben will, dann ist das eine ganz private Entscheidung. Ja. Recht vielen Dank. Moment. Ihre Nasen. Sie sind alle so wie du. Ja. Wesen. Tut mir leid, Flöten. Tut mir leid, Robert. Ist schon gut. Ich kannte sie ja nicht. Oder das glaube ich zumindest. Ich muss hier bestimmt irgendein Lied spielen oder sowas. Damit kann ich nichts machen. Ah. Was machst du denn hier? Und wer passt auf den Empfang auf? Oh oh. Der Saft ist silbrig. Man sagt, man kann sich darin selbst erkennen. Damit kann ich nichts machen. So, wir müssen jetzt erstmal gucken. Nein, mir ist gerade nicht danach, mich in den Tod zu stürzen. Nein, er ist viel zu kaputt. Wenn ich ihn anfasse, fällt er noch auseinander. Ein versteinerter Asposa. Hey, er hat genau die gleiche Nase wie ich. Und die gleichen Augen. Wer er wohl war? Vielleicht dein Dad, Bruder. Wir quatschen erstmal mit dem, dass der sich hier verpisst. Windkapelle, Ringe. Kennt ihr diesen Ort hier? Ob ich ihn kenne? Ich bin hier groß geworden. Im Gegensatz zu dir, mein Junge. Ich bin in einem Palast aufgewachsen,
in Conroys Palast. Das war der falsche Palast. Ja, das merke ich auch langsam. Dieser Ort hier? Ja, da werden alte Erinnerungen wach, nicht wahr? Wisst ihr, wofür diese Ringe da sind? Natürlich. Bis vor 15 Jahren habe ich sie regelmäßig poliert. Also, wofür sind sie da? Das ist egal. Mittlerweile sind sie vollkommen nutzlos. Nein, man sind sie nicht. Was kann der Kegel? Gar nichts mehr. Warum nicht? Weil niemand mehr da ist, der weiß, was er können sollte. Wisst ihr, wer diese Leute sind? Aber sicher. Neben dem Brunnen steht Okario Boe der Zweite, das Oberhaupt der Dynastie. Ah. Daneben sollte eigentlich seine Frau Durea stehen. Die ist aber kaputt. Vielleicht ist sie gerade einkaufen gegangen. Des Weiteren seht ihr Tritonus und da hinten stehen Fiseme, Septori und Molly. Und ganz unten ist das alte Quartett, rund um Violinus, Decime, Piccolo und Sonata. Klangvoll. Waren das ihre Namen? Also bitte, das sind noch immer ihre Namen. Ist das die Familie, die hier gelebt hat? Sie leben noch immer hier. Naja, kommt wohl drauf an, wie du das Wort Leben auslegst. Die meisten sind auch schon kaputt. Ich weiß. Am Anfang habe ich noch versucht, sie zu reparieren, aber es ist seitdem so still hier. Hey, Pete, du hast vorhin doch so ein Lied angestimmt. Fällt dir vielleicht ein, wie es weitergeht? Ja, jetzt, wo ich hier bin, werden Erinnerungen wach. Mal sehen. Aber der Teil in der Mitte fällt mir nicht mehr ein. Wie war der noch? Hey, nicht singen! Ja, ja. Die Melodie dazwischen fehlt einfach. Wie war das noch? Ich brauche frische Luft. Glaubst du, dann fällt dir der Rest wieder ein? Aber sicher. Ich kenne mich selbst wie meine Westentasche. Ich weiß, der Rest würde mir dann wieder einfallen. Ja, dann hau ab. Kannst du dieses Lied nochmal singen? Na klar doch. Ach, guck mal da oben. Der Mittelteil fehlt nur. Aber dann der Teil in der Mitte. Wie war der noch? Ich brauche frische Luft. Ich werde dir in den Mund zukleben. Ich schwöre es. Man erkennt da oben sogar noch Muster, aber... Da oben erkennt man doch... Das kann ich nicht verwenden. Das wird nicht... Das mache ich nicht. Ja, ja, halt die Fresse. Oh. All diese versteinerten Asposa haben die gleiche Nase wie ich. Ich frage mich, was das zu bedeuten hat. Aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass die Antwort alles nur noch schlimmer machen würde. Ein versteinerter Asposa. Hey, er hat genau die gleiche Nase wie ich. Und die gleichen Augen. Wer er... Was für schöne Kristalle. Es wäre sehr schade, wenn ihnen etwas zustoßen würde. Ja, der eine ist ja schon runtergefallen. Das war doch jetzt geraten. Ja, ich rate wieder. Warum sollte ich das tun? Das mache ich. Warum sollte ich das... Die armen Nektarinen hab... Damit kann man nichts... Das wird nicht klappen. Ich will mir die Ohren nicht zu... Warte mal, ich spiele hier mal einfach das Lied. Ich kann das nicht spielen wegen dem Wichser. Seltsames Gebilde. War es das, was Lauras Vater meinte? Das sieht fast aus wie die Skizze im Empfang. Wie die Skizze im Empfang, ja. Ja, ja. Da hat irgendwer etwas eingeritzt, aber man kann es kaum erkennen.
Ja doch, das ist besser als das hier. Da hat irgendwer etwas ein... Das kann ich nicht verwenden. Ruhe! Oh, dieser Huan nervt. Aufhören! Aufhören! Ich... Ruhe! Ja, wir müssen den Wichser hier irgendwie rauskriegen, der nervt. Wir müssen irgendwie versuchen, dass der hier weggeht. Ihr wollt... Das ist nicht der Punkt! Laura, er will nicht, dass wir allein hier herumlaufen. Okay, meine Güte, Steve, damit du dir nicht vollkommen überflüssig vorkommst. Bitte geleite uns hinaus. Sehr gerne. Mir nach. Wir müssen den irgendwie ablenken, dass wir da alleine reingehen können. Wir müssen die scheiß Musik spielen. Ein Schlüssel. Er scheint wichtig zu sein. Nein, vielen Dank. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ein Spiegel. Oder... Da wohnt Pete drin. Den nehme ich nicht mit. Wir müssen irgendwas hiermit machen noch. Wir haben hier noch irgendwas zu tun, Freunde. Nur was ist die Frage? Die große, große, große Frage. Das wird nicht klappen. Das war doch jetzt... Ich glaube nicht. Ich rede nochmal mit ihr. Hey, Laura. Ah. Ablenken, genau. Laura, ich würde mich gerne in der Ruine umsehen. Kannst du Steve ablenken? Ach, du weißt schon. Gute Idee, Flötennase. Aber siehst du ihn hier irgendwo? Ja, ja, wir gehen ja schon. So, nochmal. Hey, Laura. Was hat dein Vater mit der Zeichnung gemeint, die im Empfang hängt? Ich weiß es nicht. Es sieht nicht wie irgendeine seiner Erfindungen aus. Aber was wollte er uns damit sagen? Wenn ich das wüsste, würden wir hier nicht dumm rumstehen. Ja. So. Laura, ich würde mich gerne in der Ruine umsehen. Kannst du Steve ablenken? Hallo? Du weißt schon. Aber wozu ihn hier ablenken? Er lässt uns hingehen, wohin wir wollen. Er lässt uns hingehen, wo wir wollen. Sie ist fest ver... Ich glaube, wir müssen vielleicht entweder ihn hier ablenken oder draußen. Das werden wir jetzt nochmal rausfinden. Ich quatsch mal nochmal mit dem. Haben Sie... Kannst du dieses Lied nochmal singen? Na klar doch. Hör auf, das bringt nichts. Ich muss ihnen einfach mal dieses goldene Ticket geben. Wir würden nun gerne die Windkapelle besuchen. Haben Sie denn ein Gold? Ja, wir haben ein goldenes Ticket. Bitte folgen Sie mir. Also folgen Sie mir. Psychodog. So, jetzt soll sie mal ablenken. Hey, Laura. Laura, ich würde mich gerne in der Ruine umsehen. Kannst du Steve ablenken? Ich meine Pete, du weißt schon. Na fein, ich versuch's. Hallo, kann ich mit Ihnen reden? Ah, es geht bestimmt um die Kekse, oder? Naja, eigentlich... Die Geschichte der Kekse ist... Nein, er ist viel zu kaputt, wenn ich ihn... Das kann ich nicht... All diese versteinerten Aspo... Ich frage aber... Na, ihr wollt... Nein, wollen wir nicht.
Wir würden nun gerne haben. Oh ja. Bitte folgen Sie mir. Das ist Laura. Sie ist das erste Mädchen. Conroy hat... Hey, Laura. Bitte, versuch noch... Aber der Kerl will immer über Kekse reden. Aber jeder mag doch Kekse. Aber nur das Essen, nicht drüber reden. Wenn der anfängt, über Kekse zu reden, werde ich aggressiv. Du bist immer aggressiv. Jetzt gerade werde ich aggressiv. Bitte. Na gut. Hallo nochmal. Wir wurden vorhin unterbrochen. Sie hatten eine Frage wegen der Kekse. Eigentlich nicht. Wo war ich noch gleich stehen geblieben? Ach ja, richtig. Also, die Geschichte der Kekse ist eine Geschichte voller... Okay, das war's. Wow. Tut mir leid, ich habe alles versucht, wenn ich nur seine Stimme nicht hören müsste. Okay, seine Stimme nicht hören müsste, hier. Was soll ich denn damit? Hey, Laura. Bitte, versuch noch Marlin abzulenken. Aber der Kerl will immer über Kekse... Aber jeder... Aber nur da, wenn der anfängt... Du bist immer... Jetzt... Bitte! Na gut. Wir... Wo also? Okay. Das Ding ist... Tut mir leid, wenn ich nur seine... Das wird nicht... Das... Naja, dann könnte ich... Das sind Pilze, die taub machen, wenn man sie sich in die Ohren steckt. Was soll ich denn damit? Hä, ist sie bescheuert? Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Nein. Warum soll... Ich glaube nicht. Was soll ich denn damit? Okay, sie will die nicht nehmen. Das Problem ist aber, sie muss die ja nehmen, weil sie ja sonst die ganze Scheiße da von ihm immer ertragen muss. Aber sie will es nicht. Hey, Laura. Was glaubst du, ist der Sinn dieser Windkapelle? Ich glaube, sie wurde nur für den Windbrunnen gebaut. Ich habe das Gefühl, dass es mit diesen Flötennasen einiges auf sich hat. Ich wusste gar nicht, dass ich mit meiner Nase Türen öffnen kann. Ich habe sowas noch nie gesehen. Beeindruckt? Du bist wirklich was Besonderes, Flötennase. Okay. Laura? Ja? Kann es sein, dass dieser Steve ein wenig, nun ja... Ein wenig vollkommen durchgeknallt? Denkst du? Robert, bei dem müssen wir vorsichtig sein. Bitte, versuch noch Marlin abzulenken. Aber der Kerl will immer über Kekse reden. Aber jeder mag doch Kekse. Aber nur das Essen, nicht drüber reden. Wenn der anfängt, über Kekse zu reden, werde ich aggressiv. Du bist immer aggressiv. Jetzt gerade werde ich aggressiv. Bitte. Na gut.